Also am Samstag 14 Uhr geht es für uns in Dresden weiter. Morgen ist schon der Aufbruch nach Dresden, Samstag dann das Spiel. Und ja, wir kommen auch direkt zum Sportlichen. Yannick, in Dresden wird euch noch mal eine große Kulisse erwarten. Ihr kennt das in ähnlicher Form schon aus dem Auswärtsspiel in Essen zum Saisonstart. Jetzt wird es noch mal ein bisschen mehr, noch mal ein bisschen wuchtiger. Wie blickst du so insgesamt auf den Spieltag voraus? Also ich glaube, dass man sich als Spieler besonders auf solche Spiele freut, wo eine große Kulisse da ist. Ja, da macht es einfach noch mal mehr Spaß, wenn von der Tribüne halt richtig Lärm da ist. Und ja, ich denke, dass wir auch vor der Kulisse einfach zeigen wollen, was wir drauf haben. Und ja, einfach ein gutes Spiel machen möchten. Sportlich wird es nochmal genauso eine Herausforderung. Dresden wurde für viele als Mitaufstiegsfavorit Nummer 1 gehandelt. Was denkst du, was euch in der Hinsicht erwarten wird? Ja, also ich glaube, die haben eine gute Mannschaft. Wir müssen voll dagegen halten, müssen wieder den Matchplan voll durchziehen, dass wir auch da ein gutes Spiel machen werden. Aber ich glaube, dass wir so, wie wir als Mannschaft momentan unterwegs sind und spielen, dass wir uns nicht verstecken müssen und auch da unser Spiel aufziehen werden und ich denke, eine gute Partie spielen können. Danke schon mal an dich. Ja, Horst, auch für dich die Frage. Dresden hat jetzt zum Saisonstart 2 Spiele gewonnen, hat 2 verloren, aber sehr knapp auch. Was sind so die Beobachtungen, die du bisher machen konntest? Ja, erstmal ist die Kaderzusammenstellung so, dass ich sage, es sind viele namhafte Spieler im Kader, die Qualität nachgewiesen haben und auch Qualität haben. Viele Einzelspieler, die Spiele entscheiden können. Und dementsprechend sind wir gewarnt und wissen, was auf uns zukommt. Neben der Kulisse und dem Stadion ist es so, dass wir einfach wissen, dass da ein ganz starker Gegner auf uns zukommt. Und ja, darauf bereiten wir uns vor. Ich glaube, dass eine hohe Aggressivität auch der Gegner auf den Platz bringen wird. Analyse des Spiels gegen Viktoria Köln war eben auch vom Gegner so, ja, da hat was gefehlt, das wollen sie sicherlich zu Hause dann ändern und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie das auch auf den Platz bringen mit einer hohen Intensität und einer hohen Laufbereitschaft und Aggressivität. Die letzten Spiele von deiner Mannschaft waren jetzt allesamt sehr gut, sehr energiegeladen, kann man sagen. Hat die Mannschaft das auch nochmal in die Trainingswoche mittragen können? Ja, es gab Trainingseinheiten, 2 vor allen Dingen, wo ich sage, damit war ich sehr einverstanden. Eine, die war so mittel, aber das Gefühl, dass wir da wirklich auch Selbstvertrauen haben und das im Training dann auch immer wieder zeigen, dass es da, dass eine gewisse Leichtigkeit vorhanden ist, ist auch zu sehen. Dementsprechend bin ich ganz froh über diese Trainingswoche bisher. Wir werden morgen dann losfahren Richtung Dresden und unterwegs trainieren und dann hoffe ich, dass auch da alles in Ordnung ist und wir am Samstag eine richtig gute Leistung in Dresden bringen. Sind soweit alle verfügbaren Spieler fit geblieben oder gab es da noch Änderungen? Nee, es ist so, dass Carlo halt ausfällt und der wird auch eine Zeit lang ausfallen mit einem Kreuzbandanriss, der aber nicht operiert werden wird, der ja, eine Ausfallzeit nach sich zieht, die ich noch nicht abschätzen kann, müssen wir abwarten, aber ein paar Wochen wird er uns fehlen. Dann wird Lauren von Bischofsky nicht spielen können, der hat sich ja im Spiel gegen Zwickau verletzt, der hat auch im Knie was, aber das ist eine Frage von ein paar Tagen oder ja, vielleicht 14 Tagen. Insofern für das Spiel gegen Dresden wird er nicht zur Verfügung stehen, das sind unsere Ausfälle, die wir jetzt zusätzlich noch zu beklagen haben. Ansonsten sind alle wieder in der Verfassung. Auch Isra hat im letzten Spiel wieder einen Einsatz gehabt, wo er dann zeigen konnte, dass er torgefährlich ist, nach vorne in seine Aktionen hatte und auch so langsam wieder Anschluss findet an die Mannschaft. Dankeschön. Gerne. Habt ihr Fragen? Wir haben noch ein Mikro für euch. Ja, Steffen, erstmal zum Personellen. La Prévotte ist also auch wieder fit und wäre voll einsatzbereit oder wie sieht es bei dem aus? Der fehlt aus persönlichen Gründen. Der ist okay. Nicht dabei. Okay. Jetzt ist Dresden, sagen wir mal, also vorhin wurde es schon angesprochen, irgendwie mit Aufstiegsfavorit waren sie auf jeden Fall vor der Saison. Ihr habt jetzt eher bis auf Saarbrücken Mannschaften gehabt, die auch aufgestiegen sind oder sagen wir mal, wo man eher erwartet hat mit Zwickau, dass sie auch gegen den Abstieg spielen. Wird das jetzt nochmal so ein Gradmesser, um nochmal zu sehen, wie gut die eigene Mannschaft ist? Ja, das können wir so annehmen, dass wir sagen, so in Dresden wollen wir bestehen und wenn wir da bestehen können, dann waren die anderen Ergebnisse eben kein Zufall. Ich bin der Überzeugung, dass es kein Zufall war vorher, sonst hätten wir auch Leverkusen nicht so bespielen können. Deshalb gehe ich schon auch davon aus, dass wir das in Dresden liefern können, aber es ist halt schon nochmal ein Gradmesser, dort zu bestehen. Was macht aus Ihrer Sicht Dresden aus? Was macht die stark? Wo muss man die bespielen?
Ja, sie haben relativ flexibel gespielt, was die Systeme anbelangt, was Überspielen von Pressing anbelangt, haben sie Ideen. Dann haben sie eine relativ aggressive Form zu verteidigen, im Mittelfeld auch sehr stark am Mann zu sein, auch in der Kette sehr stark am Mann zu sein, worauf wir uns einstellen müssen. Dementsprechend haben sie das als taktischen Geschichten, neben der Einzelqualität, die sie immer wieder haben, wo sie wirklich Spieler in Szene setzen können, die dann mit einer Einzelaktion auch Spiele entscheiden können. Noch eine Frage zu eurem Trainerstab. Ihr habt den erweitert vor der Saison, einen neuen Co-Trainer hinzubekommen. Haben bei euch alle unterschiedliche Aufgaben? Helft man sich da gegenseitig? War das Wunsch des Trainers, dass der Staff erweitert wird? Können Sie uns das erklären? Also es ist so, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir Aufgaben verteilen können, die sonst immer einer geleistet hat, und dementsprechend eine Erleichterung und eine Verbesserung der Qualität auch im Trainerteam. Das war die Aufgaben, die wir dann bewältigen müssen, die auch vorher anstanden, einfach auf mehrere Schultern laden können und dementsprechend dann auch genauer und qualitativ besser arbeiten können. Und ich bin immer für eine Erweiterung des Trainerteams gewesen, dass wir da einfach wirklich noch besser werden können. Ich glaube, allgemein können wir sagen, dass wir uns in allen Bereichen entwickeln wollen, nicht nur die Mannschaft entwickeln wollen. Und das haben wir jetzt geschafft, auch durch einen weiteren Co-Trainer. Und ich bin ganz zufrieden mit der Arbeit, die bisher geleistet worden ist. Ihr habt die Mannschaft auch größtenteils zusammengehalten. Ist das dann das Geheimnis, dass Trainer und Mannschaft zusammengehalten werden und zusammenarbeiten? Weil zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, in Osnabrück ist schon wieder der Trainer weg, obwohl er die Mannschaft zusammenbekommen hat. Ist das quasi euer Geheimnis über die letzten Jahre? Es ist sicherlich ein Vorteil, wenn die Jungs den Trainer kennen und der Trainer die Jungs kennt und bestimmte Abläufe, die sich auch immer wieder wiederholen oder die mir wichtig sind, dass die schon eher bei den Jungs angekommen ist. Dementsprechend ist es sicherlich ein Vorteil, wenn ein Trainer längerfristig mit einem Kader arbeiten kann und den so auch mit Ole zusammen dann entwickeln kann, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ja, wir haben schon auch noch Verstärkungen bekommen, wo wir einfach nochmal von profitieren, wo wir wirklich richtig gut unterwegs sind. Und ja, alles zusammen ist dafür verantwortlich, dass wir einen guten Start hingelegt haben. Ja? Und ich betone halt weiterhin, dass es ein guter Start ist und vielmehr eben auch noch nicht. Wir wollen es weiter bestätigen und wollen eben in Dresden diese Hürde nehmen, dass wir klar machen, okay, wir können auch gegen eine Top-Mannschaft bestehen. Und das ist der Reiz, jetzt in Dresden das auch zu beweisen. Und dann sehen wir mal weiter. Ich habe noch eine letzte allgemeine Frage an Sie. Jetzt, heute sind es 5 Jahre Videoschiedsrichter. Würden Sie sich das in der dritten Liga wünschen oder eher dagegen? Ich bin immer dafür, weil ich sage, die Fehlentscheidungen, die gibt es deutlich weniger als früher. Und dementsprechend ist es gerechter geworden, dass trotz Videoschiedsrichter auch Fehlentscheidungen stattfinden. Das ist, glaube ich, menschlich, weil es sitzt immer noch ein Mensch, der das beurteilt, da. Und es ist ein Schiedsrichter, der das beurteilt, da, der seine Sichtweise hat. Deshalb gehören Fehlentscheidungen auch dazu, was ein bisschen blöd ist, wenn es halt lange dauert und Emotionen freigesetzt werden und dann musst du warten, ob die auch rausgelassen werden. Das nimmt dem Spiel ein Stück weit etwas. Aber ich bin eher dafür, dass ich sage, es sollte gerechter zugehen, und dementsprechend finde ich das eher gut. Danke. Ich hätte noch 2, 3 Fragen. Yannick, du bist diese Saison jetzt neu dazugestoßen, hast, glaube ich, jetzt schon gezeigt, was du für einen Mehrwert für die Mannschaft haben kannst. Was war die Entscheidung, hier nach Elversberg zu kommen? Kannst du uns da mal mitnehmen? Ja, also die Gespräche mit Ole und unserem Trainer waren einfach von Anfang an sehr gut. Die haben mir ein gutes Gefühl vermittelt. Ich habe es mir dann vor Ort angeguckt, habe mich wohlgefühlt. Und ich denke, es hat sich jetzt bis hierher auf jeden Fall bestätigt und gezeigt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das glaube ich auch. Also für den Verein und für dich aktuell sieht es so aus. Du bist bei Bayern München, glaube ich, ausgebildet worden. So wie man Gerüchten zufolge gehört hat, wollten die dich sogar zurückhaben. War dann die dritte Liga ausschlaggebend, dass du hier nach Elversberg bist? Ist die dritte Liga einfach ein Fund, wenn man bundesweit sich zeigen kann? Also es war damals auch eigentlich das Ziel, wo ich nach Ulm gegangen bin, dass ich mit denen in die dritte Liga wieder zurück wollte. Es hat jetzt nicht geklappt. Im Nachhinein bin ich ganz froh, weil ich hier gelandet bin und es jetzt einfach super läuft. Und ja, ich wollte auf jeden Fall zurück in die dritte Liga.
Was kann aus deiner Sicht, was könnt ihr diese Saison erreichen oder was, wie weit kann es nach vorne gehen? Ich glaube, dass bisher einfach sehr gut gelaufen ist, dass wir als Mannschaft wirklich die Sachen auf dem Platz super umgesetzt haben. Und wir wollen das jetzt von Spiel zu Spiel einfach weiter zeigen. Ich glaube, wir sind gierig, einfach dran zu bleiben. Und was dann am Ende bei rumkommt, muss man sehen. Aber wie Trainer vorher auch schon gesagt hat, das war jetzt nur ein Start. Und jetzt gilt es, das weiter zu bestätigen. Du bist aktuell, glaube ich, der Mann für die wichtigen Tore. Das 1-0 jetzt schon zweimal erzielt. Wie gehst du an so ein Spiel ran? Wie schaffst du es, dass ihr von Anfang an voll da seid? Gibt es da eine brennende Traineransprache in der Kabine? Oder wie macht ihr das, dass ihr immer so früh voll auf Draht seid? Ja, also klar, Trainer, kurz bevor wir rausgehen, macht auch noch mal eine Ansprache. Und dann ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir versuchen, von Anfang an voll da zu sein. Es hat uns jetzt in den Spielen bisher sehr gut geglückt. Und ist natürlich immer gut, wenn wir relativ früh in Führung gehen. Es nimmt dann auch ein bisschen den Druck, gibt einem noch mal mehr Sicherheit. Von daher war das bisher jetzt top. Pusht das mehr, wenn man in Dresden vor so einer Megakulisse spielt? Oder ist das schon ein bisschen einschüchternd, weil die Dresdner Fans sind laut und nicht unbedingt für Freundlichkeit bekannt? Also ich muss sagen, persönlich jetzt, mich pusht es mehr. Wie ich vorher schon gesagt habe, es macht einfach ja, noch mehr Spaß, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Und ich denke auch, dass ja, jeder als kleiner Junge davon geträumt hat, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und ja, es ist einfach ein Privileg, dass wir da in Dresden vor so einer Kulisse spielen dürfen. Danke. Janik, ja, typische Situation, was heißt typisch, die zweifache Situation, Rochel zieht von halb rechts nach innen, schießt dann mit links ein, entweder links oben oder links unten, rechts oben, rechts unten. Ich gehe mal stark davon aus, das kommt in der Ansprache oder in der Analyse von Dresden vor. Wie kann man denn das zustellen und was hättest du für eine Antwort? Schwierig, also es ergibt sich immer aus dem Spiel raus. Ich hatte jetzt zweimal die Situation, wo es gut geklappt hat. Und ich glaube, dass vielleicht auch ein Vorteil von mir ist, dass ich ja, mit beiden Beinen eigentlich ganz gut abschließen kann. Von daher werde ich versuchen, das in Dresden auch so zu machen. Also wenn Sie dann die links zustellen wollen, gibt es einen Haken nach rechts und dann geht er halt links rein. So wäre es optimal, wenn es laufen würde. Nochmal die interessante Frage mit dem Osnabrück-Bielefeld. Wechsel vom Trainer. Also es wird ja immer, wenn ein Trainer irgendwie frühzeitig rausgeschmissen wird, dann ist es ja wie auf dem Friedhof, bei einer Beerdigung, wenn die Trainer dann sagen, ach, lass dem doch mal Zeit und so. Jetzt ist es umgekehrt. Was wäre denn bei Ihnen, wenn jetzt der HSV anruft und sagt, wir haben gehört, Sie können was? Wie sieht es denn aus? Die Frage stellt sich mir nicht, das ist das eine. Doch, und jetzt gerade. Zum anderen sage ich, ja gut, wenn Sie HSV-Verantwortlicher wären, würde ich die ernst nehmen, die Frage. So sage ich, stellt sich die Frage nicht und ich bin hier ganz glücklich. Ja, und das ist, wo ich sage, müsste schon viel zusammenkommen, dass ich sage, ich wechsle hier den Verein. Also das ist ganz klar, so Bedingungen, die wir hier vorfinden, die wir uns erarbeitet haben, aufzugeben, da muss schon was Großes kommen. Ja, und ob das dann der HSV sein würde oder nicht, keine Ahnung, die Frage stellt sich mir nicht. Also das sind, so wie ich es halt immer wieder mache, ich kenne den nächsten Gegner und den übernächsten nicht mehr. Also was morgen ist, interessiert nicht großartig, sondern der Moment jetzt und der Tag heute und die Spielvorbereitung auf Dresden. Und deshalb mache ich mir darüber keine Gedanken. Aber wenn ein Trainer früh rausfliegt oder selbst sich das Recht nimmt, ich gehe zum besseren Verein, das ist doch mittlerweile dann normal. Also braucht man ja irgendwie keinen Fass mehr aufzumachen, das gehört auch dazu. Ja, es ist normal im Trainergeschäft so, dass man rausgeschmissen wird. Ja, das ist nicht normal, dass ich so lange arbeiten darf hier in einem Verein, wie das hier möglich ist. Und dementsprechend ist das normal. Und dass Trainer aus dieser Konsequenz, dass sie gerne die Ersten sind, die geschmissen werden, auch sagen, okay, wenn was Besseres kommt, gehe ich. Darf jeder selbst entscheiden und jeder darf das auch bewerten, wie es ist. Die Erfahrung der letzten ein, zwei Jahre ist so, dass ich sage, die Trainer, die rausgekauft wurden aus einem Vertrag, die sind meistens nicht lange beim neuen Verein geblieben. Ne, also muss man sich halt auch als Verein immer wieder überlegen, mache ich das und nehme mir so einen Trainer, der unter Vertrag ist. Also auch das ist zu hinterfragen, aber dass in der Öffentlichkeit oder dass das so gemacht wird,
darf jeder machen, wie er das gerade für richtig hält. Und es ist nicht unbedingt das, was normal ist, meine Vorgehensweise und meine Moralvorstellung. Das ist so nicht. Und deshalb orientiere ich mich eher an den Richtlinien, die meine Eltern mir mitgegeben haben, als an den Richtlinien, die in der Gesellschaft normal sind. Aus persönlichen Gründen ist wer nicht dabei? Illy. Na, privat. Sportlich würde es gehen? Sportlich würde es gehen, ja. Ihr trainiert unterwegs auf der Hinfahrt? Ja. Wie läuft das ab? Wo ist das? Wir trainieren in der Sportschule Grünberg, ja, fahren dort 3 Stunden hin, gehen dann auf den Platz trainieren. Ja, ich fand das halt mühsam, hier zu trainieren, früh zu trainieren, dann 8 Stunden im Bus zu sitzen, irgendwo einen Rastplatz zu nehmen und dann zu warten, dass wir weiterfahren dürfen, weil der Busfahrer die Pause braucht. Habe ich gedacht, können wir das machen, dass wir uns dann zwischendurch bewegen. Das war eine Erfahrung auch von früher, dass wir das früher in Stuttgart, als ich anfing, Drittliga oder Herrenfußball dann zu trainieren, da war das gang und gäbe, das zu tun. Ich habe es dann irgendwann gecancelt, weil die Plätze unterwegs meist nicht gut genug waren und ich auch mit dem ganzen Kader arbeiten wollte. Aber bei der langen Fahrt und dann mit Sportschule Grünberg einen guten Rasen und vielleicht auch Mittagessen unterwegs, was vernünftig sein kann, schien mir das am besten jetzt für die Vorbereitung auf Dresden. Also das Training wäre dann morgen Mittag irgendwann? Irgendwo um 12:30, sowas, ja, okay. Genau. Nochmal zu Dresden. Unter Zugzwang mit 6 Punkten ist so eine Sache, aber gegen Aufsteiger sich hinten reinstellen, wäre überraschend. Oder mit was rechnen Sie? Ich denke auch, dass sie schon auch uns attackieren wollen und auch zeigen wollen, dass sie nach dem letzten Heimsieg, der lange auf sich warten ließ, dann einen weiteren Heimsieg folgen lassen wollen. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Spiel gegen Köln auch den Kollegen und auch die Mannschaft scheinbar ziemlich geärgert hat, dass ich da auch mit einer Reaktion rechne, dass schon auch da attackiert wird und die Zuschauer direkt mitgenommen werden wollen. Wir müssen dagegen halten, müssen den Plan zu Ende bringen, den wir uns vornehmen. Der ist noch nicht ganz gestaltet. Bis Samstag haben wir dann einen endgültigen Plan und dann wissen wir aber immer noch nicht, wie der Gegner spielt, weil sie viel gewechselt haben, mit Dreierkette, Viererkette gespielt haben. Deshalb ist das immer wieder auch anzupassen, wenn dann das Spiel losgeht. Und auch im Laufe des Spiels müssen wir aufmerksam sein, weil auch Markus Anfang relativ häufig im Spiel dann das System nochmal umgestellt hat. Wenn man davon ausgeht, Gegner stellt sich nicht hinten rein, spielt mit. Das hat bis jetzt jeder gemacht, außer Saarbrücken. Und dann ging es in die Hose, auch mit der Aggressivität der Saarbrücker. Wenn die mitspielen, sieht das der Plan immer so aus, los, Feuer frei, macht? Oder ja, grundsätzlich bin ich dafür, dass wir an uns glauben und dann eben auch Feuer frei spielen und diese Leichtigkeit, die wir jetzt gesehen haben, einfach wieder auf den Platz bringen. Ich glaube eben, dass da noch ein deutlich höherer kämpferischer Ansatz bei uns da sein muss, den wir auf den Platz bringen müssen. Saarbrücken haben wir verloren, das ist wahr. Es war auch nicht so überlegen gespielt, aber Saarbrücken ist eben auch in der letzten Saison lange in der Spitzengruppe gewesen und das Spiel kann auch trotzdem anders ausgehen. Wenn das Ding von Fälle reingeht, was sicherlich eine große Chance war, dann ist ein ausgeglichenes Spiel, geht vielleicht in unsere Richtung und da hätten wir vielleicht auch gewinnen können. So ist es in eine andere Richtung gegangen, ist aber nicht zwangsläufig irgendwie eine Richtung Dresden und wenn Mannschaften sich tief reinstellen, dass wir das nicht schaffen können zu bespielen. 20.000 Zuschauer sind es nur 4 mehr als in Essen. Geht man da darauf ein? Weiß man, dass die sich alle darauf freuen? Braucht man das nicht zu erwähnen? Ich glaube, wir können eine Parallele zu Essen gerne ziehen, ja, weil das Essen-Spiel einfach auch allen gut in Erinnerung war. Können wir gerne mitnehmen, dass wir das als Vorbild sehen. Ich denke, dass eben Dresden eine andere Qualität hat noch als Essen an dem Tag, muss man ganz klar sagen. Und deshalb glaube ich nicht, dass es so ein Ergebnis geben wird. Wir starten in die Partie und wollen das Spiel gewinnen, das ist ganz klar. Und auch unsere Spielweise auf den Platz bringen, unsere Leichtigkeit zeigen. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass mehr Gegenwehr da sein wird, wo wir uns auch richtig behaupten müssen. Das war's. Gut. Noch Fragen? Keine Fragen mehr? Gut. Dann danke ich euch fürs Kommen, für die Fragen, für die Zeit. Wir sehen uns zum Teil am Samstag oder nächste Woche.